Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. Von einiger Zeit habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich so einen Taschenhenkel machen kann. Und habe jetzt ein Video für euch gemacht, wie so ein Taschenhenkel gehäkelt wird. Für diesen Henkel habe ich verwendet 5 mm Polyesterschnur. Und ihr könnt natürlich für eure Henkel das nehmen, aus was ihr die Tasche gehäkelt habt. Dann würde ich mal sagen, wir wollen mal loslegen und so einen Taschenhenkel zu häkeln. Wir beginnen jetzt mit 5 Luftmaschen an. Die erste Luftmasche wird gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. So sieht jetzt diese Kette aus und das verbinden wir jetzt zu einem Ring. Und wenn wir das gemacht haben, halten wir den so, dass dieser Zopf so steht, dass wir diesen Schlingen von oben sehen können. Und dann werden wir unter jede diese Schlinge, das sind 5 Stück, 5 Kettmaschen häkeln. Also, wir verbinden das jetzt zu einem Kreis, unter der erste Schlinge gehen und Kettmasche machen. Kommt automatisch schon so nach oben. Und hier, wie ich schon gesagt habe, sind gut zu sehen diese 5 Schlingen. Erste, zweite, dritte, vierte und die fünfte. Und unter jede dieser Schlinge häkeln wir eine Kettmasche. 1, 2, 3, 4 und die 5. Bei der ersten Runde versuchen diese Schlingen sich zu verstecken, also da müsst ihr auch richtig gut aufpassen bei der ersten Runde, dass man bei der zweiten Runde auch weiter diese 5 Schlingen hat. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Und so häkeln wir in Runden in die gewünschte Länge. Ab dieser zweiten Reihe wird jetzt ein bisschen leichter sein. Da gucken die Schlingen automatisch hier schon nach oben. Und wie ich schon gesagt habe, unter jede diese Schlinge wird eine Kettmasche gehäkelt. Ich zähle nochmal. Erste, zweite, dritte, vierte und die fünfte Schlinge. Und man kann jetzt nach ein paar Runden Muster erkennen. Und so wie ich schon gesagt habe, man häkelt in die gewünschte Länge. Beim diesen Henkel zu häkeln, müsst ihr auch noch darauf achten, dass ihr dann nicht zu schlapp und nicht zu stramm Faden holt. Also wenn ihr viel zu schlamm macht, dann wird der Henkel zu dick. Und wenn ihr zu stramm macht, dann wird er zu dünn. Also ihr müsst auch darauf achten, dass immer gleiche Häkelstärke da ist. Wenn das nur minimal zu sehen ist, ist ja nicht das Problem. Aber ich habe ja auch schon Henkel gehäkelt, das Anfang war richtig
Okay, und dann war es zu dünn und dann war es wieder zu dick. Und dann musste ich natürlich auch von vorne anfangen zu machen. Und so ein Henkel zu häkeln, braucht man eigentlich nicht lange, ungefähr so halbe Stunde, wenn überhaupt, ist ja ein Henkel schon von der Länge fertig. So, und dann macht ihr euch die gewünschte Länge und ich werde mal zeigen, wie man Ende macht, dass das auch gut hier am Ende abgeschlossen ist. Wenn ihr eure gewünschte Länge erreicht habt, wir werden jetzt aus diesen 5 Maschketten nur 4 häkeln. Also die erste lasse ich dir einmal aus und dann beginne ich bei der zweiten. Also 1, 2, 3 und 4. Dann kann ich jetzt schon Faden abschneiden, Faden rausziehen und jetzt können wir das einmal ziehen und diesen Endstück dann in den Henkel verstecken. Also einfach so mit der Häkelnadel reingehen, Faden nehmen und durchziehen. Und kann man ja das noch einmal machen. Abschneiden. Und das ist nicht mehr zu sehen. Und von der anderen Seite machen wir genauso. Und noch einmal. Und jetzt ist alles gut versteckt. So sieht es aus. Der ist auch ein wenig dehnbar. Und jetzt kann man auch die Karabiner dran machen. Von einer Seite und dann von der anderen Seite. Jetzt ist dieser Henkel fertig, kann dann auch an der Tasche befestigt werden. Und so liegt das in der Hand. Ihr könnt natürlich auch, wenn die 5 Maschen euch nicht ausreichen, 6 Maschen oder 7 Maschen nehmen, dann wird der Henkel ein bisschen breiter. Oder ihr könnt auch mit 4 Maschen machen. Ich habe einen anderen Henkel gemacht, das ist Polyesterschnur 3 mm. Der ist auch ein bisschen dünner. Also das war 5 mm und das ist 3 mm. Ich habe dann auch solche Karabiner dran gemacht. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und
Ihr macht dann solche Henkel auch für eure Taschen. Auf dieser Stelle war's das schon. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.